Genau, die Klapperschlange erscheint jetzt im April, ist von unserem italienischen Partner Pentragon Studios, war eine Kickstarter-Kampagne, erscheint jetzt eben das Basisspiel von der Brettspielumsetzung von einem Kultfilm von 1982, ist ein semi-kooperatives Spiel, wir schlüpfen gemeinsam in die Rollen der Hauptprotagonisten aus dem Film, Snake Plissken, Brain, Maggie und Cabby, und versuchen nach und nach New York zu erkunden und, wie auch im Film üblich, einmal den Präsidenten zu finden, eine Tonbandkassette und herauszufinden, welche der Brücken für uns einen sicheren Rückweg bietet. Semi-kooperativ, weil wir eben gemeinsam diese Ziele vervollständigen wollen, aber wir haben auch jeder ganz eigene Ziele, die wir verfolgen können und uns dann eben während des Spiels auch von der Gruppe ein bisschen ablösen können. Genau, das Spannende hierbei ist, dass der Spielplan nach und nach erst aufgedeckt wird. Immer wenn ich ein weiteres Gebiet betreten möchte, decke ich eben eine neue Karte von der Stadt auf. Es kann sein, dass neue Materialien dann nochmal aufgedeckt werden. Es kann aber auch sein, dass uns Gegner auflauern, die wir dann im Laufe des Spiels erstmal besiegen müssen. Wir können aber auch Materialien sammeln, wie Waffen oder Munition, die uns bei den Kämpfen natürlich zum Nutzen sind. Wer den Film kennt, wird sich auch an die ikonischen Bösewichte erinnern. Einmal Romeo, Slack und der Duke von New York. Für alle müssen wir uns natürlich vorab ein bisschen hochgerüstet haben. Die ist aber trotzdem wichtig, dass wir die Personen dann besiegen, weil wir ja eben, wir brauchen einmal eine Tonbandkassette und den Präsidenten. Und wir kriegen jeweils Hinweise darauf, wo die sein können, wenn wir die besiegen, weil dann ein Koffer fallen gelassen wird. Jede Partie ist aber nochmal ganz neu, weil natürlich der Spielplan wieder ganz neu aufgedeckt werden kann. Das heißt, wir haben trotzdem einen hohen Wiederspielwert. Natürlich diese drei Grundziele bleiben gleich, aber eben wie ich mich wo bewegen muss, um welche Sachen zu finden, ist bei jeder Partie natürlich nochmal ganz neu. Auch sowas wie die individuellen Ziele sind bei jeder Partie wieder ganz neu und können sich dadurch auch wieder das Spielerleben nochmal komplett ändern. Genau, das Basisspiel wird jetzt eben im April erscheinen, zeitgleich auch direkt zwei Erweiterungen. Einmal die Banden von New York, nochmal eine Erweiterung für potenziell eine fünfte Person. Man kann aber auch es weiterhin dann zu dritt spielen, aber man hat dann die Möglichkeit, dass eine Person die Rolle von New York übernimmt. Das ist quasi immer der Antagonist und dann eben aktiv den Helden sich entgegenstellt. Es kommen auch schon mal Miniaturen dann hinzu, also das normale Spiel hat eben diese Holzfiguren. Mit der Erweiterung kämen dann für die Bösewichte aber kleine Miniaturen dazu. Genauso soll es später auch nochmal eine Zubehörerweiterung geben. Ja, genau, womit man einerseits die Gefangenen als auch die Helden austauschen kann zu kleinen Miniaturen. Die State Police Force Erweiterung, genau, die United State Police Force Erweiterung bringt einmal Bob Hawke rein, der ist nochmal ein neuer Charakter, der Polizeipräsident und auch Miniaturen für Polizisten. Und Bob Hawke gibt dem Team nochmal weitere Aufgaben, die sie erfüllen müssen. Das heißt, wir haben nochmal ein neues Zusatzziel, was wir eben auch erfüllen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Genau, das war eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne. Und wer Kickstarter-Kampagnen kennt, weiß, es gibt verschiedenes Spielmaterial, mit dem man das Spielerlebnis nochmal upgraden kann. Und auch hier werden wir einerseits eine Playmate haben, also eine Neoprenmatte, mit der man den Spielplan ersetzen kann. Es gibt nochmal eine Erweiterung mit Miniaturen für die Helden und eben die Bösewichte. Es gibt Sleeves für die Karten, es gibt eine Präsidentenminiatur. Also nach oben hin kann man das Spiel wirklich ganz beliebig nochmal upgraden. Ito ist ein kooperatives Spiel, ist aus Japan, war da die letzten Jahre wirklich das Partyspiel schlechthin. Wir spielen gemeinsam und versuchen, Zahlen in die richtige Reihenfolge zu bringen, ohne allerdings über diese Zahlen zu reden. Das heißt, jede Person bekommt eine verdeckte Karte und auch einen von diesen Holzmarkern. Und wir reden dann über die Karte anhand von Kategorien, also 100 Kategorien stehen zur Auswahl. Beispielsweise Dinge, die schwer sind, beliebte Sportarten, beliebte Sportler oder auch beliebte Animes oder Mangas. Und ich sage dann eine Antwort entsprechend meiner Zahl. Also zum Beispiel, wenn die Kategorie schwer ist und ich habe eine niedrige Zahl, sage ich irgendwas, was möglichst leicht ist. Wenn ich Richtung 100 hochgehe, sage ich etwas, was vergleichsweise schwer ist. Und genau, lege es aber verdeckt, tue meinen Holzmarker drauf, damit alle wissen, was meine Karte war. Reihe um oder ganz beliebig dürfen auch die anderen Personen dann ihre Karten reinlegen und dann entweder links oder rechts von den bereits gelegten Karten platzieren. Da es kooperativ ist, dürfen wir aber auch miteinander diskutieren, ob wir die Reihenfolge der Karten nochmal ändern wollen oder nicht. Sobald wir zufrieden sind, decken wir alle Karten auf. Wenn wir die Reihenfolge richtig haben, hätten wir gewonnen und können direkt die nächste Partie etwas schwieriger starten. Dann kriegt jede Person wieder eine Karte, aber eine Person kriegt noch zusätzlich eine zweite Karte.
würden wir das wieder schaffen, kriegt auch noch eine weitere Karte, Person eine weitere Karte, sodass man immer mehr Karten hat, die man zuordnen muss. Sobald aber eine Karte falsch ist, hätten wir die Runde verloren und müssten quasi wieder von vorne anfangen. Man kann sich mit dem Spiel super kennenlernen und kann auch gucken, wie denken andere über die gleichen Themen, weil es ja nicht unbedingt immer gleich ist, dass man sagt, okay, bei Sportarten finde ich die Sportart beliebt oder die Sportart ist beliebt. Das heißt auch so ein bisschen das subjektive Empfinden spielt da eine starke Rolle bei.